So. Bauen wir schon mal einen Wooden Crafting Table. Schwuppdiwupp, schwipp, schwapp. Quest complete. Ja, jetzt kommt dieses Beacon-Ding halt wieder. Ja, ist ja klar. So, dann lass uns mal das Ding aufbauen. Das machen wir aber direkt mal auf dem Schiff, weil, doof und so. Hier unten was aufzubauen. Dann traute ich mich mal zu dir. Ach, yes. Dann wird's zu eng. Nee, nee. Fällt mir das gerade so ein, dass wir ja keine riesen Schiffe dieses Mal haben. Nee, nicht wirklich, das ist richtig. Sondern die kleine also Nuckelpinne da oben. Ist, zumindest in diesem Test hier nicht, nee, das ist richtig. Das ist eher der Darkroom of Space. Ja, ich glaube auch, ey. So, gebaut. Kräftig kuscheln. Guck ich mir das mal an hier, ja, damit es schön warm bleibt. Mhm. Das kann man ein schönes bauen. Man kann auf jeden Fall Pickaxe. Ach, nicht reinspringen, scheiße. Ich sag ja nicht ins. Wir können eine Hardforge bauen. Was macht denn eine Hardforge? For all your holiday crafting needs. Ach du meine Güte. Die Ultimate Box kann man wieder bauen, klar. Wir kennen sie ja noch. Ah, da ist der Merchant, den ich wollte. Ich habe ja gesagt, wir haben ein paar mehr Mods und der Knorke muss dann doch mal hierher kommen demnächst. Ja, ich beam mal kurz zu dir hoch. Guck, ob du da kennst. Ne? Kennst du? Irgendeine Miezekatze? Nein, du kennst ja wohl Final Fantasy, oder? Peppel. Wie heißt er? Mugglies sind das. Und zwar, ja, Mugglies heißen, heißt die Rasse. Das ist, der Grund ist, ich habe das Mod installiert, was du wahrscheinlich nicht gesehen hast, weil ich ja, ne? Warte mal kurz. Das ist geil, das ist geil. Guck mal. Oh Gott. Das hier ist eine. Es macht Geräusche. Chocobo can store items in its belly. Isn't that hilarious? Ja. Ist das geil? So, und ich will. Ich nehme. Ich bin ja blau. Das heißt, ich nehme den blauen. So. Ich glaube, ich muss das in den Stack, glaube ich, reinbauen. Ich muss mal gucken, wie das hier funktioniert. Das habe ich noch nicht geguckt. Ist voll süß irgendwie. Ja. So, hab's gelernt, genau. New Tech available. So, jetzt muss ich hier drauf auf Tech klicken. Klick das hier an. Lock. Wie ging das nochmal? Login. Ja, genau, Login. So, mit F soll man es wohl irgendwie spawnen können. So, mal gucken, wie das geht hier. Probier's mal kurz unten aus, weil es schon so voll hier oben. Der dicke Chocobo. F. Warte mal, wie kam ich denn nochmal mit I? C, C, genau, C. Nee, C ist craften. Der hier. Nee, doch. Ach, mit 1. Nee. Man kann doch Skills eigentlich mit F machen, oder nicht? Oder Q? E? R? F? Verdammt. Oh, das war echt... Mit F eigentlich, ne? Das ist dran nicht... Die Spezialfähigkeit, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Oh, hier stand, ja gut, ja. Stand ja auch... Nicht mehr erinnern. Black and White. Porträt. Ach geil. Aber da brauchen wir 500 Pixel für. Coupon, Nüsse, Chocobos, Gobo, Zirk, over these. Spicy. Lecker. Kann man sogar Chocobo-Essen mitnehmen. Ja, ich habe ein Chocobo-Add-on quasi installieren lassen. Für uns. Damit wir auch darauf reiten können. Chocobo. Chocobo. Aber... Ich muss das mit dem Tech-Ding nochmal richtig hinbekommen. Und, hier steht: Press F to spawn a Chocobo. So. Also eingeloggt habe ich sie schon mal. Das kann natürlich sein. Das funktioniert nur nicht. Verdammt. Warum funktioniert es nicht? Komisch, komisch, komisch. Vielleicht mache ich irgendwas falsch. Aber Fett Chocobo ist trotzdem cool. Das ist auf jeden Fall geil. Vielleicht brauche ich auch einfach nur Platz irgendwo. Mal gucken. Ja, steht da dran. Press F. Aber vielleicht habe ich nicht genügend Energie. Das kann natürlich auch sein, dass er ein bisschen mehr Energie braucht. Und am Anfang natürlich nicht so viel Energie auf unseren Charakteren. Das Ups. Jetzt habe ich rausgeschmissen. Entschuldigung. Nein, nee, nee. Ich habe mich zurückgebeamt auf mein eigenes Schiff, um meinen Tisch aufzustellen. Ah, deswegen sind wir aus der Gruppe verschwunden. Ah, nee, ich habe auf Minus gedrückt. Ja, du musst mich nochmal einladen dann. Versehentlich. Entschuldige bitte, das war natürlich nicht absichtlich. Hätte ich auch gesagt jetzt. So, dann haben wir die Ultimate Box natürlich, die crafte ich auch mal ganz schnell. Und bastel nochmal ganz fix
Nicht Wooden Table, ne, nicht viel. Wooden Planks am besten noch ein paar. Damit ich dann bis nach oben bauen kann, weil es ist ja gar kein Platz mehr drin. In diesem Gemäuer. In dem Gemäuer sind wir geheuer. Wenn ich jetzt wüsste, wo sie hin sind. Achso. Habe ich jetzt nicht gebaut versehentlich. Na toll. Verdammt. Muss ich es nochmal bauen. Der Knorr hat mich abgelenkt. Ja, klar. So, nochmal Wooden Platforms. Müssten 20 Stück erstmal reichen. So, jetzt plöpp. Wo sind die hin? Ach so, im zweiten Backpack. Es gibt ja zwei. Knorker ist nicht schuld, ich bin schuld. Aber immer erstmal so Knorker schieben, das ist ja normal. So. Der Schokobo kriegt eine gegen den Kopf. Der ist halt ein bisschen so groß, sieht sehr lustig aus mit der Plattform. Dann stellen wir die Box einfach mal da hin. Zack, jetzt haben wir die Box nämlich schon mal. Das ist diese Ultimate Box, die Cheat Box. Ach, die haben sie sogar ein bisschen überarbeitet, sehe ich gerade. Ah, cool! Jetzt gibt es sogar Kategorien in den Dingen drin. Du kannst rechts jetzt draufklicken auf Unlockers, Weapons and Armor. Ich klicke mal drauf und dann wird es direkt sortiert auf Waffen und Rüstung. Mhm, ja, genau. Hier das, Unlocker. Hast du bei dir drüben auch, ja? Sehr cool. Mhm. Die Furniture Box will ich auf jeden Fall haben. Random Weapon Box. Ach, Random Weapon Box und die Spawn Box. Also, wenn ihr das nicht kennen solltet, jetzt hier, die guten Zuhörer, wir haben das jetzt fast schon jedes Mal gemacht. Das ist einfach dafür da, damit wir nicht jedes Mal alles neu machen müssen. Und das ist die Creative Mod sozusagen. Da kann man selber entscheiden, wie viel Kreativität, in Anführungsstrichen, Cheats, man nutzen möchte oder nicht. Und so sieht das dann aus. Man hat hier so vier Boxen. Ich klicke mal auf die eine drauf, die ist schön gelb. Da gibt es auch Work in Progress, kann man mal draufklicken, passiert nicht viel. Und hier gibt es halt ganz total übertriebene Waffen, logischerweise. Schaden technisch 1930 und so Gedöns. Oh, ist echt gut bearbeitet worden, muss ich sagen, mein Freund. Das sind diese Random Weapon Box. Also ich habe die jetzt mal kurz aufgemacht und wieder zu. Jetzt mal wieder auf. Ist jetzt eine andere Waffe. Und wieder eine andere Waffe am Anfang. Das ist cool. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Und ich spawne jetzt mal kurz eine. Da, seht ihr hier? Ich kann nichts. Ja, hier, seht ihr, Pew Pew, ich kann nur zweimal schießen, weil Schusswaffen haben halt Energie. Das heißt, bringt mir eigentlich gar nichts momentan, die Waffe. Kann sie auch direkt wieder wegfeuern. Karlauer. So, die untere Kiste, die rote, dauert immer ein bisschen länger, deswegen sieht es aus, als ob es laggen würde. Das ist die Itembox mit Sicherheit. Oh oh. Da kringelt sogar. Nee, also es dauert ein bisschen länger, weil da halt echt alle Klamotten drin sind, die es gibt. Seasonal kann ich sogar jetzt anklicken. Sieht man hier schön die ganzen Seasonal-Sachen wie Präsente oder den. Ja, gut, das Steel Hunting Bow ist irgendwie auch mit reingekommen. Cool. Da sind Sachen drin, die kannte ich noch gar nicht. Den will ich haben. Das hat er jetzt wieder gefunden. Jetzt wirst du dann schon sehen. Das ist extra für Knorker. Knorker wird das lieben. So, also gucken, wo ich das anziehen muss hier. Da? Ja. Ah, das sieht man so schlecht, aber ich werde es trotzdem mal gucken. Ach, Mann, da hätte ich mir wirklich ein bisschen mehr Mühe geben können. So sieht man es natürlich jetzt sehr schlecht. Das ist süß. Knorker, komm mal rüber, ich habe was für dich. Okay. Dum-dum-dum. Ich hätte mir höchstens eine andere Fellfarbe geben müssen, dann hätte man es noch besser gesehen. Aber ich kann es immer zu, vor die Füße dann kotzen, werfen. Ich habe gehört, du bist einsam, ein einsames Herz. Nee, was? Armor-Rüstung? Ja. Mit Flügelchen hier, guck mal. Schau, 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 schau. Warte, ich zieh du das mal an. Ich weiß nicht, was für eine Fellfarbe hast, auch weiß, ne, glaube ich. Ja. Dann sieht man es leider nicht, weil das ist eine Windel, die ich anhab. Ich habe eine weiße Windel an. Wie geil. Nee, sieht man nicht. Schade. Ja, es gibt Cupido-Gedöns. Whee! Macht das Ding eigentlich Schaden? Die Waffe macht... Nee, macht sie nicht. Die ist rare, aber die ist nur lustig. So, dann gibt es natürlich hier oben die Kiste. Die dauert auch wieder ein bisschen. Mal gucken hier, was die kann. Das ist die Furniture-Kiste, genau. Da kann man sich dann schön einrichten. Das ist wirklich klasse, dass sie die jetzt extra gemacht haben, beziehungsweise zum jeweiligen, hier halt,
ausrüsten, schön machen etc. Da kann man richtig schön seine Dörfer gestalten im Schnellverfahren, anstatt sich 10 Milliarden Mal damit rumzuschlagen zu müssen, irgendwas herzustellen. Das finde ich echt klasse. Das ist richtig, richtig super. Da kann man sich richtig ausleben, einfach mal nur sagen, okay, mit kreativ sein und genau. Einfach bauen, ohne genau. Erstmal groß farmen gehen zu müssen. Richtig. Auch mit dem Rassen, mit den Rassenrüstungen finde ich halt auch klasse, dass man jetzt hat, Farmables, Tech-Stuff, mit den Kits etc. pp. Jetzt könnte man hier zum Beispiel direkt gucken, Stone Furnace etc. ist eigentlich ziemlich cool insgesamt. Genau, Distress Call, Craft, so, haben wir das auch schon mal. Da, Quest complete. Dann brauchen wir nämlich nur noch das, The Trap is Set. Genau. Und dann können wir Dreadwing herbei beschwören. Ich würde sagen, das machen wir direkt mal da. Aber erstmal braucht man eine Waffe und eine bessere Ausrüstung. Ja, ja, da bin ich auch gerade dran. Das heißt, nicht Furniture, sondern die blaue war das doch, glaube ich, ne? Nee. Doch, Weapon Armor, genau. Aber das ist ja die Invincible-Geschichte. Dann ist das, war das die gelbe? Die gelbe waren die Waffen. Verflixt. Aber ich wollte ja irgendwas, was jetzt nicht unbedingt viel, so viel Energie verfrisst. Irgendwas. Handfeuerwaffe? 11 Energie. Ich kann nicht meinen Charakter nochmal aufmachen. Achso, genau. Ich glaube, wir brauchen erstmal eine Rüstung. Rüstung. War das rot? Gott, ich komm an diesem riesigen Schokobon nicht vorbei. Racial Armor, genau. Das ist ganz gut. Und Weapon Shields gibt es hier auch. Das sieht schon mal besser aus. Das sind die normalen Sachen mit drin. Gut. Also erstmal. Racial Armor. Das war im Übrigen die rote. Ja, sortieren kann man es nicht wirklich. Man kann es höchstens nach lila sortieren. Gibt es nicht blau? Ja, nehmen wir direkt blau. Wir waren ja recht weit. Wir hatten letztes Mal das Problem, dass wir in der Nacht immer, in der Luft immer gestorben sind. Also im Links. Im Space. Ja, richtig. Genau. Hast du was rausgefunden? Nee, ich habe nicht mal gesucht. Okay, ich auch nicht. Ich nehme jetzt einfach mal Doomlord. Ist mir ganz egal. Hier, da. So, Doomlord. 1, 2, 3. So. Dann nehmen wir. Ach, Other Armor gibt es ja auch noch. Ja, gut, das ist dann die Other Armor, ist die. Hier, Space Suit. Das hat letztes Mal nicht funktioniert. Das ist echt komisch, obwohl es gesagt hat, das ist genau die Space Suit, die eigentlich helfen müsste. Naja, egal. Vielleicht ist ja noch buggy, wer weiß. Ja. Wobei. Und fürs schöne Ausrüsten, das halt nicht viel macht, nehmen wir natürlich das da, ist perfekt. Ich sehe wieder Sachen, das glaubst du nicht. Das ist eigentlich noch besser hier. Ja. Und dazu nehmen wir. Was passt denn sehr gut dazu? Lass mal gucken. Das ist aber auch cool. Es gibt Hüte, unglaublich. Massenweise. Ich brauche irgendwie ein schönes Oberteil. Top-Hat, geil. Werde ich auch gleich ein bisschen durchschauen jetzt hier. Ja, das ist schon sehr verrückt, was hier so ist. Ja, ja. Achso, ich habe ja nach Dings sortiert. Other Armor. Und ich könnte natürlich mal alle Rüstungen nehmen. Jetzt ist ganz viel drin. Ich habe nicht sortiert nach Blau. Und habe es natürlich nur das Blaue gesehen. Hier gibt es ja natürlich viel, viel mehr. Den hier zum Beispiel. Das ist auch noch ganz cool hier. Avians. Das ist das Schöne für uns beide hier, also für Knorke und mich. Wir können erstmal 2 Millionen Jahre damit verbringen, irgendwie zu gucken, wie wir uns, ja, ausstaffieren. Ja, macht auch Spaß. Macht uns hübsch. Hübsch und widerstandsfähig. Das ist eine, genau. Das Widerstandsfähig ist ja nicht das Problem, aber irgendwie, na, das heißt ja um Gottes Willen. Hilfe. Ich suche gerade ein schönes Oberteil. Da gibt es die Lantern on a Stick wieder mal. Die nehme ich mal da schon mal mit. Aber irgendwo eine schöne Klamotte. Schön ist ja wieder so ein relativer Begriff. Was ist das hier? Ach du meine Güte. Auch nicht schlecht. Irgend großes, schönes Urteil. Das sieht man leider nicht. Dann sieht man es nicht an. Könnte. Muss ich sehen, Trainee-Shirts, auch doof. Schön. Nee. Oder? Nee. Das war's. Verdammt. Dann gib mir doch mal die anderen normalen Rüstungen. Hm.
Ja, dann gib mir halt das da, ist egal. Das da und das da. So. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht, wenn ich das alles anziehe. Also. Nee, nee, nee. Ach so, da unten. So, einmal dich. Einmal dich. Wo ist denn da? So. Großartig. Ja, also ich gefall mir schon mal hervorragend.